Eines Tages kam Miffy aus der Schule nach Hause. Sie ging in die Küche und sah, dass ihre Mutter gerade den Tisch abräumte. Ich bin wieder da, sagte Miffy. Hallo, Miffy. Als du in der Schule warst, hatte ich Besuch von meinen Freunden. Wir haben Tee getrunken und Kuchen gegessen. Und ich habe ihnen die hübschen Bilder gezeigt, die du gemalt hast. Und jetzt muss ich das Geschirr abwaschen und wegräumen. Kann ich dir mit dem Geschirr helfen? Fragte Miffy. Ja, danke, sagte die Mutter. Aber tue alles wieder an seinen richtigen Platz. Die Gabeln zu den Gabeln. Die Löffel zu den Löffeln. Und die Tassen zu den Tassen. Miffy freute sich, dass sie helfen durfte. Ihre Mutter spülte die Gabeln, die Löffel und die Tassen. Miffy trocknete alles sorgfältig ab. Dann fing sie an, die Sachen wegzuräumen. Da waren 4 Gabeln und Miffy legte sie an ihren Platz. Und da waren 4 Löffel. Auch die legte sie an ihren Platz. Aber da waren nur 3 Tassen. 1, 2, 3. Mutter, sagte Miffy, es sind 4 Gabeln und es sind 4 Löffel, aber es sind nur 3 Tassen. Oh je, sagte die Mutter, wo kann die 4. Tasse nur sein? Im Spülbecken ist sie nicht. Ich suche sie, sagte Miffy. Sie sah überall in der Küche nach. Die Tasse war nicht auf dem Herd, auch nicht im Topf. Sie war auch nicht im Schrank. Die Tasse war einfach verschwunden. Ich kann sie nirgendwo finden, sagte Miffy. Die Mutter dachte nach. Habe ich sie vielleicht auf dem Tisch stehen lassen? Aber auf dem Tisch war die 4. Tasse auch nicht. Guck mal, Mutter, sagte Miffy. Meine Bilder liegen auf dem Tisch. Ja, sagte die Mutter. Ich hatte sie mir aus deinem Zimmer geholt. Du kannst sie wieder wegräumen, aber dahin, wo sie auch hingehören. Miffy nahm die Bilder und ging in ihr Zimmer. Sie legte die Bilder in den Schrank zu all ihren anderen Sachen. Und da war sie. Die 4. Tasse war in Miffys Schrank. Mutter, rief Miffy, ich habe die Tasse gefunden. Oh, jetzt fällt es mir ein, sagte die Mutter. Als ich in dein Zimmer ging, um die Bilder zu holen, hatte ich eine Tasse Tee in der Hand. Ich muss sie in deinem Schrank abgestellt haben. Jetzt haben wir wieder 4 Tassen. Vielen Dank, Miffy. Eins. 2, 3, 4. Es war ein herrlicher Tag. Miffy wollte draußen mit Schnuffi spielen. Sie ging hinaus, um ihre kleine Freundin zu suchen. Sie rief: Schnuffi! Schnuffi! Wo bist du? Sie suchte vor dem Haus. Sie suchte hinter dem Haus. Und sie sah hinter dem Baum nach. Aber Schnuffi war nicht da. Miffy rief immer lauter.
Schnuffi! Schnuffi! Wo bist du? Dann sah sie plötzlich, wie sich oben auf dem Hügel etwas bewegte. Es war Schnuffi. Oh, wie schön! Du hast mich gehört, freute sich Miffi. Ich hatte schon Angst, ich würde dich nicht finden. Aber jetzt bist du hier und wir können zusammen spielen. Möchtest du das? Schnuffi wedelte mit dem Schwanz und wackelte mit den Ohren. Natürlich wollte sie mit Miffi spielen. Du bist sicher hungrig und durstig, sagte Miffi. Ich hole dir zuerst etwas zu fressen und zu trinken. Miffi ging ins Haus. Als sie wieder herauskam, hatte sie in einer Hand eine Schüssel mit Hundekeksen und in der anderen Hand eine Schüssel mit Wasser. Schnuffi war schrecklich ungeduldig. Sie sprang auf und ab, sodass Miffi die Schüssel mit den Hundekeksen fallen ließ. Die schönen Kekse rollten über den Boden. Schnuffi, schimpfte Miffi, du musst Geduld haben. Jetzt liegen deine Kekse alle auf der Erde. Nein, Schnuffi, so geht das nicht. Du sollst nicht vom Boden fressen. Miffi war nicht wirklich böse mit Schnuffi, aber sie sollte lernen, geduldig zu sein. Schnuffi ließ traurig die Ohren hängen. Sei nicht traurig, Schnuffi, sagte Miffi. Es gibt noch mehr Kekse in der Küche. Setz dich ruhig hin und warte, bis ich wiederkomme. Nein, Schnuffi, sagte Miffi, du musst lernen, geduldig zu sein. Setz dich wieder hin und warte. Aber Schnuffi wollte nicht warten. Sie wollte auch ins Haus. Nein, sagte Miffi, du bleibst jetzt hier sitzen. Als Miffi mit einer neuen Schüssel Kekse herauskam, sprang Schnuffi auf und ab und bellte vor Freude. Nein, sagte Miffi, du sollst dich hinsetzen und abwarten. Schnuffi setzte sich brav hin und wartete ganz geduldig. Und dann gab Miffi ihr die Schüssel mit den leckeren Hundekeksen. Die konnte Schnuffi jetzt in aller Ruhe genießen. Dann trank Schnuffi noch eine Schüssel Wasser. Und nachher spielten Schnuffi und Miffi fröhlich zusammen. Den ganzen sonnigen Nachmittag lang. Miffi hatte Geburtstag. Ihre Mutter hatte ihr einen leckeren Schokoladenkuchen gebacken. Sie hatte den Tisch mit lustigen Hütchen und bunten Servietten geschmückt und das ganze Haus für das Geburtstagsfest dekoriert. Es war schon 12 Uhr, aber es war noch niemand da. Miffi fragte sich, ob überhaupt jemand zu ihrem Fest kommen würde. Sie sah aus dem Fenster, aber sie konnte niemanden kommen sehen. Wo bleiben Sie nur? Fragte sie ihre Mutter. Wir haben an all deine Freunde Einladungen geschickt, Miffi, sagte ihre Mutter. Ich bin ganz sicher, sie werden bald hier sein. Da klingelte es. Und Miffis Freundin Aggie stand vor der Tür. Sie hatte ein wunderschön eingepacktes Geschenk für Miffi dabei. Hallo, Aggie, sagte Miffi. Du bist die Erste. Was für ein schönes Geschenk. Ich wüsste zu gern, was da drin ist. Du musst warten, bis alle deine Gäste da sind, Miffi, sagte Aggie. Dann darfst du deine Geschenke aufmachen. Da klingelte es wieder an der Tür. Miffis Freunde waren alle gekommen. Poppy Pig, Grunty, Boris Bär und Barbara.
Und alle hatten sie geheimnisvolle Geschenke mitgebracht. Bevor wir die Geschenke auspacken, gibt es erstmal Geburtstagskuchen und Eis für euch, sagte die Mutter. Alle waren damit einverstanden. Miffy war gespannt, was in all den hübschen Päckchen sein würde. Nachdem sie genug Süßigkeiten, Kuchen und Eis gegessen hatten, sagte Aggie, jetzt darfst du als erstes mein Geschenk aufmachen. Schnell packte Miffy das Geschenk aus. Es war ein schönes Buch und ein Holzbrett. Das ist ein tolles Buch, sagte Miffy. Aber was soll ich mit dem Brett machen? Wart's nur ab, Miffy, sagte Aggie. Poppy Pig sagte, jetzt kannst du die Geschenke von Grunty und mir aufmachen. Miffy war ziemlich überrascht. Noch zwei Bücher und noch zwei Bretter. Auch von Barbara bekam sie ein Buch und zwei Bretter geschenkt. Das ist wirklich komisch, sagte Miffy. Die Bücher kann ich lesen, aber was soll ich mit den Brettern anfangen? Nun, du musst jetzt nur noch mein Geschenk auspacken, sagte Boris Bär. Dann wirst du schon sehen. Das Geschenk von Boris war nur ein Briefumschlag. Aber als Miffy ihn öffnete, verstand sie den Spaß. In dem Umschlag war eine Zeichnung von einem Bücherregal. Wir helfen dir alle, es zusammenzubauen, sagte Boris. Und schon bald besaß Miffy ein wunderschönes Bücherregal. Alle Bretter passten exakt zusammen. Es ist genau das, was ich brauche, sagte Miffy glücklich. Jetzt habe ich mehr Platz für meine Bücher und Spielsachen. Danke euch allen für die tolle Überraschung. Miffys Tante Alice war einmal eine gute Tänzerin gewesen. Sie tanzte immer noch gerne. Und sie beschloss, Miffy und ihren Freundinnen Tanzunterricht zu geben. Am Samstagmorgen gingen Miffy, Winnie, Melanie und Aggie zu ihrer ersten Tanzstunde bei Tante Alice. Aber zuerst gab es natürlich frisch gebackene Kekse und leckeren Kakao. Als alle ihre Tanzkleider anhatten, konnte die Tanzstunde beginnen. Tanzen sieht so leicht aus, sagte Tante Alice, aber es ist harte Arbeit. Ihr müsst sehr viel üben, bis ihr die Tanzschritte richtig könnt. Ich zeige euch, wie es geht. So, und nun versucht ihr es alle zusammen. Es war wirklich nicht leicht. Aber als Tante Alice anfing, sie am Klavier zu begleiten, da konnten sie es plötzlich. Sehr gut. Jetzt zeige ich euch, wie man sich sehr schnell drehen kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Aller Anfang ist schwer, sagte Tante Alice. Aber wenn ihr erst mal richtig tanzen könnt, ist das vergessen. Und so ging es nun jeden Samstag. Auf und ab und rundherum. Sie hüpften und drehten sich und tanzten. Immer im Takt mit der Musik.
Es war nicht einfach, aber es machte großen Spaß. Miffy freute sich. Sie hatte gelernt, sich schon fast wie eine richtige Tänzerin zu bewegen. Sie überlegte, kann Boris Bär wohl auch tanzen lernen? Miffy fragte Tante Alice. Ist Tanzen nur etwas für Mädchen? Aber nein, sagte Tante Alice, jeder kann tanzen lernen. Es gibt viele Jungen, die sehr gut tanzen können. Vom Tanzen bekommt man Kraft und lernt, das Gleichgewicht zu halten. Ich werde Boris und Barbara Bär fragen, ob sie auch tanzen lernen wollen, sagte Miffy. Ja, sagte Tante Alice. Wenn ihr eine richtige Tanzgruppe seid, könnt ihr euren Eltern etwas vortanzen. Die werden staunen, wie gut ihr das macht. Die kleinen Tänzerinnen übten sehr fleißig. Miffy dachte, würde Boris wirklich gerne tanzen lernen? Als Miffy Boris das nächste Mal besuchte, war sie überrascht, als sie sah, dass Boris schon tanzen konnte. Eines Morgens bekam Miffy eine Postkarte von ihrem guten Freund Boris Bär. Boris wohnte in einem Holzhaus, das er ganz alleine gebaut hatte. Es stand mitten im Wald. Auf der Vorderseite der Postkarte war ein schönes Bild von seinem Haus. Auf die andere Seite hatte Boris geschrieben: Liebe Miffy, hättest du Lust, mich zu besuchen? Du kannst mir helfen, Blaubeeren zu pflücken. Zu dieser Jahreszeit ist der Wald voller Blaubeeren. Miffy dachte, das würde sicher Spaß machen. Sie fragte ihre Mutter, ob sie Boris besuchen und mit ihm Blaubeeren pflücken dürfte. Ja, aber pass gut auf, dass du dich im Wald nicht verläufst. Bleib immer schön auf dem Weg, sagte ihre Mutter. Mach dir keine Sorgen, Mutter, ich passe schon auf. Die Mutter sagte, ich packe euch einen Korb mit ein paar Broten für ein Picknick. Und dazu könnt ihr beiden dann die frischen Blaubeeren essen, die ihr im Wald pflückt. Sei vorsichtig, sagte die Mutter noch einmal und winkte ihr zum Abschied zu. Miffy ging in den Wald und achtete darauf, dass sie nicht vom Weg abkam. Sie hörte die Vögel singen. Sie konnte die schönen Blumen riechen. Sie sah viele bunte Schmetterlinge umherfliegen. Im Wald gab es so viele schöne Dinge zu sehen, zu riechen und zu hören. Sie guckte nach rechts, sie guckte nach links. Sie guckte nach oben, sie guckte rundherum und dann guckte sie geradeaus. Und da stand das Haus von Boris. Boris kam heraus und begrüßte sie. Hallo Miffy, wie schön, dass du gekommen bist. Es gibt eine Menge leckerer Blaubeeren im Wald, die wir pflücken können. Sie pflückten und pflückten. Und bald waren ihre Körbe voll mit frischen, reifen Blaubeeren. Und ihr Magen war auch voll mit frischen, reifen Blaubeeren. Und mit den leckeren Broten. Sie fühlten sich rundherum wohl. Allmählich wurde es dunkel. Oh, sagte Miffy, es wird Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Findest du den Weg nach Hause? Fragte Boris. Er machte sich Sorgen, dass Miffy sich verlaufen könnte. Keine Sorge, Boris, ich kenne den Weg, sagte Miffy. Und dann machte sie sich mit ihrem Korb voller Blaubeeren auf den Heimweg. Aber es wurde immer dunkler. Miffy guckte nach links. Sie guckte nach rechts. Aber alle Bäume sahen gleich aus.
Ich fürchte, ich habe mich doch verlaufen, sagte Miffy. Nein, sagte Boris, du hast dich nicht verlaufen. Ich zeige dir den Weg. Miffy war froh, als sie sah, dass Boris ihr gefolgt war. Er ging mit ihr zusammen den ganzen Weg zurück bis zum Waldrand. Wir sind da, sagte Boris. Da ist dein kleines Haus. Jetzt kannst du den Weg alleine finden. Miffy winkte Boris zum Abschied zu und sie dachte, ich bin froh, dass ich so einen guten Freund habe. Miffy, 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 komm, deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen glaubt uns das.